Carlotta ist ein fröhliches, ehrgeiziges, sportliches 15-jähriges Mädchen, was leider im Alter von 14 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat. Carlotta ist in ihrem Körper gefangen und kommuniziert mit ihren Augen. Sie nimmt an dem Leben teil, sie bekommt mit, was um sie herum passiert, kann sich aber selbstständig nicht bewegen. Carlotta wurde in den letzten 8 Monaten hier auf dem Festland in Deutschland behandelt und wohnt ursprünglich auf Sylt und sie muss unbedingt nach Hause zurück. Auf Sylt gibt es allerdings nicht genug oder gar keine Intensivpflegekräfte und Krankenpfleger, die Carlotta dabei helfen können, ins Leben zurückzufinden. Deswegen suchen wir deutschlandweit und europaweit nach Fachkräften, die Carlotta ins Leben zurückbegleiten. Wenn ihr auf Sylt leben und arbeiten möchtet, hat das Netzwerk um Carlotta herum alle Rahmenbedingungen geschaffen, dass das möglich ist. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, freuen wir uns, euch kennenzulernen.